Noch 7204 Tage, das hat mich ein wenig erschreckt. Das ist, was ich mir ausgerechnet habe. Ich wollte es einfach wissen. Ich bin jetzt 55, aber nach statistisch wahrscheinlich ist, dass ich vielleicht oder hoffentlich bis 75 oder sogar mehr schaffe. Aber was bedeutet das eigentlich? Das sind noch knapp 20 Jahre, ein wenig über 20 Jahre. Was heißt das real? Und deswegen wollte ich es wissen. Deswegen habe ich mir ausgerechnet, 20 Jahre sind genau diese 7402 Tage. Wenn man dann noch rausrechnet, dass man ja schlafen auch muss, sagen wir ungefähr ein Drittel des Tages, manche weniger, manche mehr, aber stellen wir uns das vor, dann reduziert sich diese wertvolle Ressource von 7204 Tage auf knapp 5000 Tage. 5000 Tage, die man wach ist, an denen man das tun kann, soll und will, was man wirklich machen möchte. Natürlich muss man auch das Glück haben, halbwegs gesund zu bleiben. Aber davon gehe ich jetzt einmal hoffentlich aus. Und deshalb habe ich mir überlegt, wenn ich jetzt noch wirklich 5000 Tage habe, 5000 Tage, an denen ich das Leben, mein Leben so leben kann, wie ich möchte, mit den Menschen, die ich möchte, mit den Erfolgen, die ich möchte, was kann ich tun, um das zu tun? Und da sind mir drei Dinge eingefallen, die, glaube ich, die drei wichtigsten Dinge sind, die man in dieser Zeit tun kann, um den Rest des Lebens tatsächlich richtig zu genießen. Mein erster Tipp, um das Leben zu genießen, Gelassenheit. Das sollten vor allem Menschen wie ich, die über 50 sind, schon gelernt haben, dass Gelassenheit einer der wichtigsten Instrumente ist, um gemütlich, fröhlich und happy durchs Leben zu gehen. Natürlich kann man sich immer wieder über Dinge aufregen und man kann sich auch besonders freuen über Dinge, aber man lernt im Laufe der Zeit, der Jahre oder der Jahrzehnte, dass am Ende das Leben nicht nur aus Höhepunkten, nicht Tiefpunkten besteht, sondern man lebt ein Leben, das hoffentlich im Schnitt großartig ist. Und da hilft Gelassenheit. Das heißt nicht völlig unberührt zu sein oder apathisch und sich um nichts zu kümmern. Nein, nein, nein. Gelassenheit heißt, wenn Dinge einen kurz stören, wenn man sich über etwas ärgert, sich nicht zu sehr darüber zu ärgern, sich nicht zu sehr darüber aufzuregen und nicht zu glauben, dass das Ende der Welt sofort immer gleich kommt und gekommen ist. Es war noch nie da. Ich bin überzeugt, mir geht's recht gut, weil ich es doch schaffe, in vielen Momenten relativ gelassen auf die Dinge zu schauen. Manchmal mit Humor, manchmal einfach nur entspannt. Und damit wird vieles einfacher. In dem Sinn, Tipp Nummer 1, Gelassenheit für die nächsten 5000 glücklichen Tage. Mein zweiter Tipp ist, versucht möglichst viele negative Einflüsse in eurem Leben einfach wegzubringen. Was kann das zum Beispiel sein? Entscheidungen, die zu treffen sind, die getroffen werden müssen, die aber unangenehm sind, die man immer wieder aufschiebt. Entscheidet, macht's, sagt es. Zweitens, Aufgaben, die ihr erledigen sollt, die euch unangenehm sind, die schon machbar sind, die euch einfach unangenehm sind. Macht das. Wenn es erledigt ist, ist es weg. Dieses ewige negative Gefühl, dass da noch was ist, ist weg. Und das Wichtigste für mich ist, versucht, möglichst jene Menschen aus eurem Leben rauszubringen, die euch ins Negative ziehen. Wir alle wissen, es gibt Menschen, die geben Energie, positive Energie, und es gibt Menschen, die entziehen einem immer wieder Energie. Das ist nicht immer ganz einfach, diese Menschen auch aus dem Leben rauszubringen, vor allem wenn es Familienmitglieder sind oder nahe Freunde. Ja, ihr sollt euch schon drum kümmern, ja, ihr sollt diesen Menschen helfen, aber macht euch bewusst, wenn ihr mit Menschen euch umgebt, die euch immer negativ beeinflussen, die euch immer Energie nehmen, dann bleibt für euch nichts mehr. Wenn ihr Menschen betreuen müsst und mit Menschen umgehen müsst, die so sind, dann tut das, helft ihnen, aber denkt dran, zum Ausgleich sucht euch Menschen, die euch positiv erfüllen, die euch unterstützen, die euch loben, die euch unterstützen in den Dingen, die ihr entscheidet. Das ist so wichtig. Nicht um
umsonst sagt man, man ist immer so mächtig oder so erfolgreich und so glücklich mit denen, wie die Menschen, mit denen man sich umgibt. Versucht das. Versucht die Menschen, die euch negativ beeinflussen, die euch runterziehen, möglichst aus eurem Leben herauszubringen. Das ist der zweite gute Tipp, um die verbliebenen 5000 Tage noch wirklich zu genießen. Jetzt noch zu meinem dritten Tipp, wie man diese Tage wunderbar genießen kann. Überlegt euch, was ihr in diesem euren Leben, und es ist euer einziges Leben, wirklich nicht verpassen wollt. Was wollt ihr unbedingt noch erleben? Was wollt ihr unbedingt noch probieren? Nicht nur einfach, was würde ich gerne probieren, was würde mir Spaß machen, sondern wo würde ich es wirklich bereuen, wenn ich es nicht probiert hätte? Viele von euch kennen diesen Spruch sicher, wo man sagt, Menschen am Ende ihres Lebens bereuen nie das, was sie getan haben, sondern immer das, was sie nicht getan haben. Es wird nicht alles möglich sein, ihr werdet nicht alles umsetzen können. Aber allein darauf hinzuarbeiten, diese Ziele zu haben, bringt schon so viel positive Energie, dass es Sinn macht, es zu tun. Also überlegt euch gut, was ihr machen möchtet innerhalb der letzten 5000, 10.000 Tage, es ist egal, oder überhaupt innerhalb eines ganzen Lebens. Was wollt ihr auf keinen Fall bereuen? Und dann arbeitet langsam, mit kleinen Schritten, schneller oder weniger schnell, mit mehr oder weniger Risiko darauf hin. Und wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr am Ende des Lebens sagen, ich habe es immerhin probiert, es hat nicht funktioniert, war meine Schuld, war nicht meine Schuld, egal, aber ich habe es nicht verpasst. Und ich glaube, das ist der wichtigste Tipp, den man jemandem geben kann, vor allem je mehr man in die Richtung der letzten 5000 Tage kommt. Geht raus, probiert das, was ihr bereuen würdet, wenn ihr es nicht probiert habt. Das ist mein letzter, mein dritter Tipp. So, das waren sie jetzt. Meine drei wichtigsten Tipps, um die Tage, die man hat, zu genießen. Egal wie viel man hat. Aber wenn man mal über 55 ist und beginnt zu überlegen, okay, knapp über 7000, vielleicht wachen nur noch 5000 Tage, dann sollte man wirklich daran arbeiten, diese Tage zu genießen. Und ich glaube, Gelassenheit, die Fähigkeit, die negativen Einflüsse aus einem Leben rauszubringen und vor allem auch die Fähigkeit, das zu sehen, was man unbedingt noch machen möchte, von dem man nicht will, dass man am Ende des Lebens es bereut, dass man es nicht versucht hat. Das sind drei gute Schritte, um die Tage, die man noch hat, zu genießen. Natürlich nicht nur für uns, die älter sind, das gilt eigentlich für ein ganzes Leben. Aber vor allem, wenn man merkt, dass das Leben doch nicht so lang ist, wie man als junger Mensch glaubt und dass man das in Tagen ausrechnen kann, dann ist es umso wichtiger, das zu tun. In dem Sinn, meine lieben 50-Plus-Generation, meine lieben Best-Ager, gebe ich euch mit, was ich euch immer mitgebe. Ich glaube, das Beste liegt immer noch vor uns. Genießt es, geht raus und habt Spaß.